ist eine sehr große Freude für die Freunde des Nationaltheaters, dass wir heute zum 45. Mal in den schönen Räumen der Bayerischen Staatsoper ein Wiedersehenstreffen mit den ehemaligen Mitgliedern der Bayerischen Staatsoper veranstalten konnten. Wiedersehenstreffen heißt, dass die großen Stars der damaligen Zeit, die nicht mehr ein Ensemble sind, sondern jetzt den verdienten Ruhestand angetreten haben, sich wieder treffen. Das ist einmalig in der ganzen Welt. Und danach dann in einem festlichen Essen dann die Opernaufführung Tosca in diesem Fall jetzt besuchen und vom Publikum auch gefeiert werden. Ich kenne ganz viele von den Herrschaften, die da sind, nicht. Aber einige natürlich, und da freue ich mich ganz besonders, dass ich die treffe. Weil mit denen habe ich zum Teil gesungen und ich finde das eine tolle Einrichtung. Ich glaube, das ist ziemlich einmalig in Deutschland von Theatern, dass die so ein Treffen jedes Jahr arrangieren, und finde das ganz entzückend und bedanke mich auch immer dafür. Mein besonderer Gruß gilt natürlich Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sie uns mit Ihrem gottgegebenen Talent, mit Ihren Fähigkeiten, mit Ihrer Begabung so viele schöne, glückliche Stunden beschert haben und uns bereichernde Erlebnisse und Begegnungen, Erfahrungen hier auf der Bühne dieses Hauses vermittelt und geschenkt haben. Ich kann sagen, dass der alte Satz, dass die Nachwelt dem Mimen keine Grenze pflicht, dass der Satz hier keine Geltung mehr hat oder keine Geltung überhaupt hat. Und das freut mich natürlich immer. Ich glaube, es gibt es nirgendwo so wie hier in München. Für mich dieses Treffen ist sehr, sehr notwendig, weil jedes Jahr in meinem Alter bestimmt und in dieser Zeit denke ich, wo sind diese oder der andere Künstler oder der Dirigent oder Tänzer oder so. Und ich bin sehr, sehr froh, dass diese Veranstaltung gibt und besonders, dass wir die Gelegenheit haben, die jüngere Künstler anzuhören. Und ich bin sehr gespannt auf die Tosca, weil wir hatten ja die große Freude, hier schon zu singen. Ich persönlich auch. Und deswegen sind wir ja auch eingeladen. Ich war 38 Jahre hier im Haus. Und freue mich jedes Mal wieder, wenn ich hier meine alten Kollegen und überhaupt das ganze Haus wieder sehen kann. Und das ist ein Erlebnis, auf das ich mich wirklich jedes Jahr freue. Besonders wenn es eine Vorstellung ist, wo man selber früher mitgewirkt hat, dann ist das doppelt schön. Gell? Weil man dann schaut, wie macht es der oder was ist überhaupt geboten, regiemäßig und so weiter. Hat sich viel verändert natürlich, aber Theater lebt da schließlich und endlich. Gell? Na, natürlich kommen Erinnerungen, und es war so schön hier zu singen. Am meisten habe ich die Constanze gesungen hier. Als erste habe ich die Zerbinetta. Das war wunderschön. Es ist auch ganz schön, das Haus von dieser Seite zu sehen. Ich bin nicht sehr oft hierher gewesen, von vorne, immer von hinten. Und ich sehne mich, hinter die Bühne zu gehen und Schminkmeisterinnen zu sehen oder vielleicht hier und da ein Bühnenarbeiter. Also man muss mal prinzipiell sagen, dass die Freunde des Nationaltheaters wirkliche Freunde sind. Das heißt, sie unterstützen finanziell, ja, aber sie stützen auch ideell als Bürger der Stadt. Wir haben die Chance, als richtiger Freundeskreis da zu sein, wo der Sponsor sagt, das kann es jetzt nicht so ganz sein, ist nicht unsere Sache. Da sagen wir, okay, wir sind Freunde, wir helfen gerne. Wir bringen so unseren Beitrag ja, zur Kulturförderung in dieser Stadt und diesem Land auch.